habe eine Frage. Wollt ihr unbedingt gegen Kanu? Lass mich ihn nicht zu Florida machen. Das stimmt oder? Auch, richtig. Hör mir zu, Jörg. Sag, ich bin unter Marcells Eri. Ja, Marcells Mutter. Okay, Spaß beiseite. Dass diese Chuchas jetzt in Stecke und Asche, in Asche und Stecke, das war nicht mal ein Fist-Contact. Ey, das ist Kanun. Ich frage mich. Digga, ich hab wieder reingejoked, Digga. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zurück auf diesen Kanal. Schauen wir uns an, was Lloyd so treibt. Ey, Isco. Isco, Kanun sagt, Marcel Ehre ist der schon so, ne? Die nehmen unseren Patron. Ja, Bruder, das muss Marcel. Mason, ich habe eine Frage. Wollt ihr unbedingt gegen Kanu? Wer hat das gesagt? Warte, aber die akzeptieren unseren Patron. Nein, Miami. Miami. Wer von Miami hat das gesagt? Ja, Miami. Wer von Miami? Hört doch mal zu, hallo. So, Miami hat das gesagt, richtig? Ja, das ist der Name. Das ist einer von Kanu. Du kannst ihm sagen. Haben wir eine Chance gegen Kanu? Ich kenne die nicht. Ja, klar. Die sind. Aber das Ding ist. Yeah. Das Ding ist, wir haben gegen Kali aufgehört, weil wir keine Lissulzen haben und jetzt gegen Kanu online gehen, weiß ich nicht, ob das schlau ist. Ja, aber keine 50er. Gut, ich rufe Jürgen an, ich hole eine Entschuldigung von ihm. Alles gut. Ja, hol dir eine Entschuldigung von Miami. Genau, das passt. Hey Jürgen, Marcel Ehre. Ja, Marcel. Hör mal zu, in deiner Familie spürt irgendein Miami rum, richtig? Lass mich ihn nicht zu Florida machen. Das stimmt auch, richtig. Hör mir zu, Jürgen. Sag dem Miami, der hat 10 Minuten Zeit. Mhm. Zwei Optionen. Entweder sich bei mir zu entschuldigen oder mir mein zu blasen. Sollte er es nicht tun. Hör mir zu, Jürgen. Hör mir zu, du Hör mir zu, den kannst du deine Mutter nennen. So. 10 Minuten hat Miami Zeit. Entweder lutscht er mir mein oder entschuldigt sich. Und glaub mir, das wird nicht gut auskommen. Das wird nicht gut ausgehen, Jürgen. Du bist ein intelligenter Mann. Tu das nicht. Tu das nicht, Jürgen. Du bist intelligent. Du bist nicht so dumm wie Miami. Du bist nicht so dumm wie Miami. Du warst noch nie so dumm, Jürgen. Du bist ein intelligenter Mann. Du würdest niemals deine Familie in Gefahr bringen. 10 Minuten. 10 Minuten, Jürgen. Gut, wir... Komm. Was hat er gesagt? Die waren gerade... Ich und meine Familie. Wir waren gerade alle bei Medic. Aber unser Fahrer ist schon, Fahrer, direkt Drive-By, los. Ey, wenn Fetter alleine nicht um Kanu anwesend, bist du Lebensmittel? Auflegen, Marcel, auflegen. Zwei Minuten. Könnt ihr mich abholen, bitte? Los. Wie, es wurde schon geschossen, sag das schon geschossen. Zwei Minuten, hab ich dir gesagt, Jürgen. Jetzt nur noch eine Minute. Er will mich aussteigen, glaube ich. Ja, lass mich bitte aussteigen. Das ist für First Contact. Es gibt bei Best Red Can. Ey, du hast uns. So. Ey, ich muss aber Lambesen, ich hab keine Waffe, ich fahre Lambesen. Bro. Ey, da kommt ein weißes Auto zu Kanun anwesend. Da kommt ein weißes Auto, ein weißer Mercedes. Halt das ab, knallt ihn direkt ab, den weißen Mercedes. Ja, pass ist auf, oben. Wir sind oben. Erster Stock. Jack, ey, wir müssen alle zusammen. Oh, er hat tot. Wir müssen uns zusammen reinpushen, ne? Wir dürfen nicht alleine reinpushen. Warte, lass mich reinpushen, ich hab schwere Arme. Lass mich reinpushen. Warum hab ich geschossen? Komm. Aber kann man da nicht durchschießen? Komm. Sehr gut! Konnte man da nicht durchschießen? So, meine Damen und Herren. Es ist was passiert, denkst du? Jetzt ist der Zeitpunkt? Oh, Miami. Wo ist dieser Miami? Komm mal nach vorne, Miami. Komm mal nach vorne, du kannst. Komm mal nach vorne, Miami. Ich bin nicht zu Hause. Anrufen meine Mutter, bitte. Wer redet da gerade? Miami ist es. Haltet mal die Fresse jetzt, ganz kurz, ja? So, Miami, komm mal zwei Schritte vor. Der ist auf Mariendach. Oh mein Gott. Auf dem mit der Maus. Kann er nicht schießen. Oder er schießt. Ey, komm zum Anwesen bei denen, da schießt ein. Ich schlag hier zusammen. Mein Bruder. Ey. Oh, leg dich in den Hund. Leg dich auf. Noch ein. Ach Jürgen, ach, was passiert hier schon wieder? Ihr seid zu uns nach Hause gekommen. Das richtig. Ist passiert. Ein bisschen gastfreundlicher hätte ich dich erwartet, Jürgen. Weil du so wie es ist. Hör mal zu, Marcel, du dreckiger. Wie? Meinst ihr seid hier reingekommen und habt direkt losgeschossen. Ich dachte, du willst erstmal entschuldigen. Gibt's noch eine verletzte Person hier oder kann ich. Ja, hier vorne, komm mit. Jürgen, warte kurz, du bist die Mediziner. Hallo. Danach ist gleich, ja? Ja, sehe ich. Alles klar. Jürgen, eine Frage. Wie war denn meine Mutter im Bett? Erzähl mal. Die hat sich nicht so krass bewegt. Wie war denn meine im Bett? Ich hatte noch nie was mit deiner Mutter. Ich respektiere deine Mutter. Ich würde niemals andere Mütter f***en. Und vor allem nicht von alten Brüdern, Bruder. Also, so ekelhaft wie du bin ich nicht. Was?
willst meine Mutter. Ja, das klären wir jetzt gleich, Bruder. Keine Sorge. Das klären wir gleich. Okay, stellt die mal wieder alle auf eine Reihe. Okay, schönen Tag noch, ja? Pass auf, dass keiner wegläuft, sorry. Marcel, ich muss dir noch was sagen, was du nicht weißt. Lukas ist doch einer von uns, was machst du für Politik? Dass du nicht da warst. Ja. Hat uns Kanon angegriffen. Wer hat euch eine Schuldmünze von irgendjemandem und hat uns angegriffen. Lass die haben zwar Reihe nichts abgezogen, hier. Aber sie haben uns einfach angegriffen. Das stimmt. Ihr könnt die Zivis gehen lassen. Der mit schwarzem Pulli und den ihr mitgenommen habt. Nein. Komm her, Bruder, komm her, Bruder. Ich bin auch Zivi am Menakui. So, okay. Wer war dieser Zivilist, der mir gerade einen auf den Tisch gehauen hat? Das war unser Loco. Wo steht er denn? Wo ist er? Die gehen aus. Ich habe eine Bitte an alle, die hier stehen. Nennt euer Sohn niemals Loco, weil irgendwie alle Locos dumm sind. Okay, und zwar würde ich gerne mit Miami reden. Was? Miami, komm noch mal ein bisschen näher. Komm, Miami, komm zu uns. Komm mal her, Süßer. Komm her, Feini. So ein Feini, Miami. Du bist so ein Feini, Diggi. Ist alles in Ordnung bei dir, Miami? Irgendwie bist du nicht mehr so gesprächig wie davor. Im Auto, Freund. Ja, das wissen's. Ja, aber du warst doch voll cool noch gerade. Irgendwie bist du nicht mehr so cool. Nein. Der coole Miami, den ich vor 10, 15 Minuten kennengelernt habe, das ist ein ganz anderer gewesen, Bruder. Jetzt sehe ich nur noch einen eingeschossenen Miami. Er muss ein bisschen auskurieren, Marcel. Verstehst du doch? Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Ja, er das kann ich nachvollziehen. Er fühlt sich nicht so stark gerade. Hast du dich denn vorher stark genug gefühlt, Miami? Natürlich, das ist Albaner. Normal, du kennst doch albanische Politik. Da Chief Janon Ngoi. Ah, Miami, ich verstehe. Jürgen muss für dich reden. Das muss nicht, Problem. Nein. Ah, du schaffst es nicht selber zu reden, oder wie? Bist du nicht Manns genug? Bist du ein Mann oder bist du eine Frau, Miami? Also Marcel, ich werde dich auf jeden Fall zu meiner Hure machen. Aber eine freundliche. Miami, bist du ein Mann oder bist du eine Was bist du? Ein Mann. Okay, gut. Und ein Mann steht zu seinem Fehler und macht es wieder gut, richtig? Wie du mit mir geredet hast du vergessen, wie du mich genannt hast. Schon vergessen. Marcel, was hat er denn schon vergessen? Erzähl mal. Er war respektlos gegenüber Marcel Heeres. Okay, Marcel, 2164 Buxtehude. Er hat mich beleidigt. Hat mich respektlos behandelt. Blamiert vor meiner Familie. Was hat er denn gesagt? Hey, es ist wieder alles super. Denk mal, Miami. Super! Erzähl weiter. Also, Miami, wenn du ein Mann bist, entschuldigst du dich jetzt? Und als $350,000. Schau mal, Marcel. Auch dafür, weil er uns angegriffen hat und unsere Freundschaft verraten hat. Guck mal, Taxifahrer, du sprichst erstmal nicht, der Marcel ist am Sprechen, Bro. Erklär das doch gerade. Ich weiß nicht, wen du als Taxifahrer meinst. Jemals erst geschossen, Leute, ne? Damit du weißt, was soll sagen. Schau mal, Marcel. Hinzu kommt, dass ihr als erstes geschossen habt. Richtig. Ihr seid hier reingefahren. Machst du jetzt Kali-Politik? Nee. Kali hat schon immer die Politik von mir angewendet. Ach stimmt, deswegen, richtig. Von wem ist der schöne Hut? Das ist von Mr. Bitcoin. Ernsthaft? Richtig. Verstehe. Der gehört jetzt mir. Steht dir gut. Also, danke, wie wollen wir das jetzt hier machen? Ihr seid zu uns nach Hause gekommen? Okay, weißt du was? Normalerweise verlange ich 350.000 Euro für so eine respektlose Aktion. Mhm. Aber du kannst dich wirklich glücklich schätzen, dass du Jürgen an deiner Seite hast. Ja? Und deswegen zeige ich dir meinen Respekt und zolle dir wirklich, was mich und Jürgen verbindet. Es sind nur noch 349.000. Ja? Hast du das verstanden, Miami? Marcel, ich respektiere dich. Ich dich doch auch, Jürgen. Immer doch. Aber Miami, geh nach hinten. Du entschuldigst dich nicht bei Marcel Heeres. Oh, das war jetzt aber eine Fehlentscheidung. Das war keine Fehlentscheidung. Das ist genau der richtige Weg. Das ist nicht der richtige Weg, Jürgen. Das ist wieder dein... Nein, ich habe kein Ego-Problem, Bro. Was ist es dann? Erklär's mir. Das ist das, was deine Männer wollen und deine Männer bekommen. Ja, was da passiert? Das ist unsere Macht. Du hast keine Macht, Bro. Fuego, du hast keine Macht. Kann mir einer erklären, warum der gestorben ist? Die Macht steht nur hier bei Marcel Heeres. Du bist nur sein linkes Ei. Wieso ist er ohnmächtig geworden? Wer denn? Das ist durch die Macht von uns. Das ist die Macht von Miami. Miami? Ich glaube, der wurde angeschossen. Ja, der wurde angeschossen. Ach so, okay. Wie verbleiben wir, Jürgen? Wir verbleiben auf jeden Fall so, dass ihr jetzt nach Hause geht, euch etwas überlegt und irgendwann, vielleicht in der nächsten Stunde, klären wir das, treffen uns auf irgendeinem neutralen Ort und dann schauen wir, was passiert. Ah, ich verstehe. So vielleicht machen wir das. Vielleicht zahle ich aus. Oder vielleicht zahlst du auch nicht aus, richtig? Oder vielleicht und begibst deine Familie in ganz große Gefahr. Nein, das wird keine Gefahr sein. Der Einzige, der Gefahr spüren wird, das bist du, Marcel. Drohst du mir gerade? Nein, ich drohe dir nicht. Jürgen? Nein, um Gottes Willen, soll ich deinen alten Freund töten?
Solange also wir da sind, wird das keine Gefahr für ihn geben. Wie meinst du das, Freak? Dass er genug Beschützer hat. Wer ist denn sein Beschützer? Außer Gott? Menes. Naja. Schau mal, Jürgen, ich bin von jedem in dieser Stadt enttäuscht. Sei du einmal der Vernünftige. Ich bin immer der Geschäftsmann Vernünftige. Ich bin ein Geschäftsmann. Und das geschäftlich erledigt. Aber weißt du, was eigentlich lustig ist? Ich bin immer einer, der sehr vernünftig ist. Und es reicht gerade vernünftig ist. Sein, richtig? Natürlich, du weißt doch genau, wie es ist. Aber ich gebe den Leuten genau das, was sie wollen. Ich will das. Deine nicht. Leute brauchen Jürgen. Das? Ich will das auch Jürgen. Nicht. Aber Bro, es muss sein. Dieses Gespräch führen wir ins Norden. Wir können reden. Wir können uns doch auf einen Kaffee treffen. Hör dir jetzt ganz genau meine Worte an. Ich höre sie mir genau an. Ich prick sie mir ein. Sag meinem Vater, dass er nicht mehr an der Macht ist. Sein Sohn übernimmt diese Stadt. Und ich werde meinen eigenen Vater, wenn es sein muss. Hast du das verstanden? Ich habe meinen Onkel schon gelutscht. Wie? Du auch? Ja. Gut. Ich habe Gemmo vorgeschickt, der hat den Mund genommen. Aber genau, ich verstehe schon, was du meinst. Ich würde sagen, lass uns bis morgen warten. Dann treffen wir uns und dann reden wir. Meine Männer müssen jetzt schlafen gehen. Müssen sich ausruhen. Aber morgen ist ein neuer Tag und dann könnten wir in einem neutralen Ort reden und das klären, was hier gerade passiert ist. Wer weiß, diese ganzen leeren Drohungen, diese ganzen leeren Drohungen, ich hab keine leere Drohung. Ich hab satt. Jürgen, ja, unterordne dich endlich. Unterordne. Du bist mein Airy. Das weißt du. Sag, dass du mein Airy bist. Sag es. Sag, ich bin unter Marcells Airy. Los, vor deine Familie. Willst du das wirklich von mir hören? Ja. Also willst du diese Schiene machen? Ja. Sag's, dreh dich um zu deiner Familie, sag's denen. Los, mach keinen Fehler. Mach keinen Fehler jetzt. Ich frag meine Leute, soll ich das sagen, ja oder nein? Nein, du sollst es ihnen genauso sagen, wie ich es gesagt habe. Ich, Jürgen Beißer, bin unter Marcel Heeres Airy. Ich, Jürgen Beißer, bin Marcells Mutter. Okay, Spaß beiseite. Ihr habt so reingeschissen, Digga, wirklich. Bye. Also, Digga, es ist ja wirklich, Wir tun so, als wäre das nie passiert, Jungs. Ich wollte gerade sagen. Egal, scheiß drauf. Einfach weg hier, ganz schnell. Tragt euch. Okay, Fokus, Jungs. Fokus. Kommt. Rocks, lass diese Chuchas jetzt in Stecke und Asche, in Asche und Stecke. Ja, ihr wisst schon. Das war eine Ansage und so. Wie schlagen wir uns eigentlich gegen Kanon, weißt du das? Was? Wie schlagen wir uns gegen Kanon? Wir haben die gestern... Also wir waren zwar auch in Überzahl so, aber wir haben die gefickt in der Nacht. Also wir haben bis jetzt noch keinen Fight gehabt mit selben Zahlen? Bei GW. Nein. Fällt komplett runter. Okay. Ich lag von 5 Uhr morgens bis 13 Uhr mittags im Bett. Ne? Und ich kenne das. Manchmal hat man diese Phase. Hast du Red Bulls oder so getrunken? Wie bitte? Hast du Red Bulls oder so oder Energy Drinks getrunken? Nein. Weiter durch. Jetzt Fokus, gleich geht's los. Bitte lass dich die Kuhle rein. Hey, wir haben nicht mal getroffen. Beim Camper, die paar eine halbe Masse bei unseren. Das war nicht mal ein First Contact. Aber wie kann er sagen, First Contact, da, wenn er nicht mal First Contact war? Einfach nur Kreise, die haben sich in Kreise breit. Bro, Digga, das kannst du mir auch nicht erzählen. Woher hat er mich aber geholt, Digga? Mason liegt, Cypher liegt, Mikro hat ein. Was machen die mit uns? Obaki hat ein, Miami liegt. Was haben die aber mit uns gerade gemacht? Ich hab gar nicht gesehen, wo die waren. Zu hungrig. Zu gierig, ja. Wie Glorie liegt. Sehr gut. Sehr gut. Aber die haben keinen Kill geholt. Minus zwei unnötig von Kanon, Walla. Sehr gut, Sammy. Sehr gut, Philipp. Sehr gut. Larry hat Richie. No.
Sascha hat einen, Philipp hat wieder einen, Larry hat einen, Pep hat wieder einen. Nee, das Ding ist over. Kanu macht das gut. Aber Man ist jetzt gut dagegen. Obi hat Philipp, Timmy hat einen, Kaya hat Larry. Kommt die Liobe, sind Jungs, Backstep-Stein, Jungs, großer Stein, Backstep. Nee, das Ding ist tot. Wir gehen großer Stein rüber. Habt ihr im Busch oder den? Azrael, kannst du leaken? Habt ihr viele Fufis gehabt? Ja oder nein? Sammy hat einen. Sammy hat zwei. Voilà, das ist mein Löwe. Bye, 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 bye. Sammy hat drei. Ich hab den anderen. Okay, liegt auch. Sammy hat noch Sammy ist so ein Löwe. Wir hatten beide Fufi von denen. GG's. Löwe, Sammy. GG's, Kanun hat das Ding. GG. Kanun! Das ist Kanun. Ich frage mich. Ups. Was ist das? Hey, das war nicht für hier. Hätte ich auch zu reden, aber dann leise. Oh, fuck, der ist Kanun. Ey, sorry. Das sollte nicht hier sein. Ah, warte, hier ist Philipp. Philipp braucht immer ein bisschen was. Philipp, komm her. Komm nach vorne, Philipp. Ey, Digga, ich hab wieder reingejoked, Digga. Ich hab wieder reingejoked. So, mit wem rede ich jetzt? Mit Lloyd oder mit Isco? Mit wem auch immer du möchtest. Ja, mir ist das egal. Wer hat von der Schmerz sein? Wir haben alle gleich viel zu sagen. Der okay. Einzige, der über uns was zu sagen hat, ist Marcel Heres. Ja, okay. Der ist ja, glaube ich, nicht da, oder? Korrekt. Also handhabt ihr das so, wenn ihr jetzt ein bisschen an Macht generiert habt, dass ihr direkt Leute Base redet bei kleinen Konflikten, oder wie sie... So. Auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ja, was man dir gestern so erzählt hat, aber ihr habt auf uns geschossen. Ja, noch ein MK2, der Lutscher. Also, und Miami hat Marcel beleidigt. Und Marcel wollte nur eine Entschuldigung. Mir wurde zugetragen, dass ihr uns gebase-rated habt gestern. Ja, weil Miami respektlos gegenüber Marcel ist und ihn Lutscher nennt. Und? Aber das ist ja bestimmt nicht ohne Grund passiert. Doch, das ist tatsächlich ohne Grund passiert. Also Miami ist einfach gekommen und hat Marcel Schwanzlutscher genannt. Korrekt, die haben gegenseitig sich gepettet und dann hieß es, hey du Lutscher, was willst du hier, f*** dich. Bevor ich dich abknalle. Und als wir zu eurem Anwesen gefahren sind, hatten wir gar nicht die Intention zu schießen. Wir wurden beschossen. Und dann hieß es, hey, wir werden hier geknallt. Und dann sind alle gekommen. Nee, das Ding ist, Marcel hat sogar Jürgen angerufen und hat gesagt, Miami soll sich einfach dafür entschuldigen, was das soll. Aber warum soll ich Miami nicht entschuldigen, wenn er selber beleidigt wird? Wie? Ja, er wurde doch auch beleidigt. Er wurde doch auch beleidigt. Er war in einem privaten Auto. Du warst doch gar nicht dabei. Wir haben doch, ich war der Fahrer in dem Auto. Wir haben uns doch geschlagen gegenseitig. Wir haben Spaß gemacht, Philipp und so. Ich glaube, der war nicht dabei beim Café, was da passiert ist. Aber ich war doch derjenige, der mit Miami einen Unfall hatte. Und dann hat Marcel ihn beleidigt, weil er dachte, das sei ein Zivi, weil er mit privatem Auto unterwegs war. Du weißt doch, was deine Jungs gemacht haben? Ja, was ihr da unter euch gemacht habt, das weiß ich nicht. Aber das Problem ist, Marcel. Es geht aber um Miami. Und dann seid ihr. Habt ihr eine gute Mindest? Ja, das haben wir. Welche habt ihr? Die Uni-Route. Willst du sie haben? Habt ihr. Hast du Interesse? Die Uni-Route habe ich genug, ist langweilig. Ja, schade. Habe ich schon durchgespielt. Dachte, freie Dollars für uns. Für euch. Für euch. Natürlich. Also, ich sag mal so, Leute, das letzte Mal, als du diese Hosenfarbe getragen hast, wurdest du von deiner Familie gestürzt, ne? Anlehren. Ich war nie der Zwölfer. Ey, sag dir so, Leute. Bevor du was sagst, diese Farbe hat euch doch aus der Stadt verjagt. Also reden wir nicht über die Farbe. Reden wir nicht über die Farbe. Reden wir nicht über die Farbe. Ich sag das jetzt einmal für alle, mein Bruder. Ich hab in jeder Stadt, wo ich war, die braune Welle überlebt. Keiner war schlimmer als die braune Welle. Glaub mir, Bruder. Diese Hose hat mich nirgendwo hin verjagt. Deswegen malt euch zusammen, was ihr wollt. Richtig, Kali-Kartell. Deswegen malt euch zusammen, was ihr wollt. Aber irgendeine Farbe oder irgendeine Familie wird mich nie aus einer Stadt verjagen, merkt ihr das? Ja, deswegen, aber an der Stelle als ehemaliger Santa-Vertreter, dass du so große Töne spuckst, weiß ich jetzt nicht, Leute, ob das jetzt die Yellow from the Egg ist. Ja, mein Liebe. Also Freunde werden zu Feinde. Eine Forderung, Leute. Schieß los, bin ganz hoch. Zahl mal Cypher aus. Ich will Cypher haben. Cypher. Wollte MOB auch? Wollte Kanun? Wollte Kali? Er ist ein starker Junge. Der ist ein verschwendetes Talent an deiner Seite, ich sag dir ehrlich. Du denkst, dass er an deiner Seite besser ist? Ja, wenn ich mich so umschaue. Dann wollen wir Andi. Andi! Nein, aber halt Cypher. Andi und Sam, das geht gar nicht. Dann musst du einen anderen Namen machen. Nein, aber halt Cypher. Spaß beiseite. Eris hat doch gestern schon was gefordert. Oder? Was hat er gefordert? 349.000. 349.000? Dann fordere ich 349.500. Ist das so? Richtig. Beko. Doch nicht, vielleicht die Route? Nee. Nur Beko. Ich hab genug Munition. Ich hab über 50.000 Muni im Leib. Was ist denn Muni? Ich hab Lust. Interessant. Woher? Weil wir roten Besitz haben. Weil ich die Route hatte gefühlt 2-3 Monate. Das stimmt. Bei überteuerten Preisen, damit ihr euch genauso wie. Richtig, wo du nichts machen konntest und wie ein Hund trotzdem gekauft hast. Kleiner Au-Au. Ich hab nie gekauft.
Richtig, deine Leute haben gekauft, weil du kein Geld hast, du armer Schlucker. Du läufst mit Jackie-Dose und Rieni Racki in deiner Tasche rum, was abgelaufen ist, mein Lieber. Mach dir mal Gedanken um deine Familie. Ich stehe auf das Abgelaufene. Ehrlich? Natürlich. Ach, deswegen bist du so ein verfaulter kleiner Drecksack, Alter. Oh das, ja, das. Ich dusche mich auch nicht. Ja, das riecht schon. Dafür. Das brauchst du mir nicht sagen. Sehr gut. Ich denke, wir sehen uns gleich auf den Straßen, Isco, oder? Seid ihr euch sicher, dass ihr das wollt? Ich hoffe es auch. Wie bitte? Seid ihr euch sicher, dass ihr das wollt? Sehr gut, Kulban. Wir sehen uns. Richtig rum, ich mach dich einmal frei. Oh. Und dann bekomme ich einen Schlag. Nö, nee, warum sehe ich aus wie Mafia? Okay. Vermisst nee, du Mafia? Ich? Ja, ehrlich. Also jetzt Spaß beiseite. Ich wünsche mir den gerne zurück, ja? Ich auch. 100%. Er wird irgendwann bestimmt zurückkommen. Weil Mafia war einer der wenigen, der immer gesagt hat, dass Kanon immer wieder zurück muss. Und ich rechne ihm sowas an, auch wenn ich ihn nicht mag. An der Stelle bis gleich, Jungs, ne? Wir sehen uns. Bis gleich. Ich würde sagen, Mafia zurück. Wohin? Auf Elfmeterschießen? Was ist Elfmeterschießen? Guck mal, du mach mal Peace. Wie Peace? Nixe. Das ist Elfmeterschießen? Nein, lass ihn, nicht töten. Ja, Bruder, wenn er nicht runterfliegt, ist das scheiße, ja. Aber schlecht. Egal. Nächste Mal. Aber merke ich mir. Elfmeterschießen. Elfmeterschießen. Das ist wichtig, glaub mir.